Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Pokémon Worldwide Randomizer Nuzlocke. Ja, meine Freunde, im letzten Part haben wir dieses wunderschöne Glutexo gefangen, Dragnir. Und es hat sich schon entwickelt. Ich habe ihm jetzt folgende Attacken beigebracht: Scald, Incarnate, also ich glaube. Oh, wie hieß es nochmal? Eigentlich eine ziemlich schwache Feuerattacke. Gucken wir kurz mal nach. Pokémon in Incarnate ist was? Einäschern, genau. Frost Breath. Eine Attacke, die immer crittet. Und Charge Beam. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich starke Attacken immer nur eine auf ein Pokémon packe und das ist bei ihm Scald. Zumindest bis er Flammenwurf beherrscht. Ja. Jetzt kommen noch zwei Entwicklungen, Freunde. Und zwar zum einen von Kira und von Sephiron. Was ich bei gegebener Zeit sicher zu Valor Gladi umbenenne. Oh yeah. Und jetzt kriegen wir Metang. Das ist auf jeden Fall eine schöne Ausnummer. Ich habe extra noch nachgeguckt, auf welchem Level die sich entwickeln. Nicht, dass ich hier irgendwie unnötig Pokémon-Kämpfe bestreite und dann heißt es, ja, scheiße, sie entwickeln sich. Möchte ich natürlich dann schon im Part haben, ne? Metal Claw. Aber ich habe Iron Head. Irgendwie nicht, ne? Das Einzige, was halt geil ist, man könnte boosten. Keyboard Moves. Forget. Konfusion. Really? Ne. Und jetzt noch du. Also haben wir in diesem Part schon ein Galagladi. Dum, dum. Oh yeah. Hier möchte ich ganz gerne eine Digitationsspur drunter legen, aber ist gerade nicht möglich, ne? So, und jetzt geht's hier rüber auf Duskstone. Hä? Ich kann das Ding doch entwickeln. Able. So. Jetzt ist lustig. Hallo Galagladi in Shiny. Tja. Und was bedeutet das, Freunde? Wir müssen einmal komplett andere Sprites reinknallen. Einmal Galagladi. So. Und einmal, was fehlt uns noch? Metang, ne? Metang. Schöner Moment. Diesmal müssen wir es finden. Hier. Sprite gefunden. That's alright. So.
Und jetzt gehen wir auf. Traslar. Ändern den Sprite auf Galagladi. Da ist das wunderschöne Ding schon. Aber wisst ihr was? Jetzt machen wir Glutexo ein bisschen kleiner. Klatschen dafür Galagladi hier hin. So. Na? Sitzt auf unserem Kopf. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch hier Metall. Und das knallen wir so rein. Ja moin. Reiter ist der Türsteher, ne? So, Metall ist on fleek. Wunderbar. Ja, gucken wir jetzt mal die Stats an, würde ich mal sagen. Definitiv. Summonary. Psybeam ist jetzt völlig useless, weil jetzt haben wir einen ultra krassen Angriff. Aber scheiße, Attacke 73. Ich habe übrigens noch nachgelesen, in dieser Version, die ich spiele von Worldwide, haben eigentlich alle 31 DVs. Ich weiß, es ist nicht normal, aber selbst die Gegner-Pokémon. Das heißt, wenn ich später auf einen Knackrack treffe, wird es alle 31er DVs haben. Klar, sie haben die EVs nicht verteilt, aber ich ja auch nicht. Aber ich werde immer ein bisschen besser sein, weil ich natürlich durchs Trainieren immer EVs auf mein Pokémon haben werde. Und die Gegner-Pokémon nicht. Ja, 38 Speed, das ist jetzt nicht gerade komfortabel, aber ich habe mir übrigens Bulldoze hier beigebracht. Ich darf ja jetzt auch 80er Moves verwenden. Hätte nicht gedacht, dass das so früh im Spiel sein wird. Ha. Und ich habe extra nicht weiter gelevelt, weil im Hauptspiel, ich habe nachgeguckt beim Hauptspiel, ich habe jetzt nicht bei Worldwide Regeln nachgeguckt, wie die Orden so aussehen, aber dort ist das maximal Level auf 20. Ich denke, da hat der Hackersteller dann schon noch was in petto, aber ich habe keine Ahnung. So, Boss. Knall rein, Rudi. Acrobatics. Eigentlich hätte ich auch U-Turn klicken können. So. Aber da ich hier auswechseln darf, da ich noch kein Legion-Ding habe im Team, kann ich jetzt einfach so auf Glutexo raus, weil ich will natürlich unser neues Teammitglied Dragneel mal in Action sehen. Scald, mal gucken. Das ist so unlogisch, dass ein Glutexo Scald kann, aber ist egal. Pampor. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, ich weiß, welches es ist. Ja. Dann kann ich hier gerade so gut auf Charge Beam gehen. Ja. Und es völlig wegklatschen. Oh yeah. Und sogar noch einen Spezialangriff Boost. Das finde ich geil. Und bei den starken Attacken übrigens, wenn ich die bekomme, darf ich die nicht mit AP-Top oder so befüllen. Also ich darf Elixiere verwenden, um die AP aufzufrischen, aber ich darf die maximale AP-Anzahl davon nicht
verstärken. Sonst wird es dann einfach zu easy. Dann kann ich einfach immer auf, sag ich jetzt mal, Skull klicken. Oh, Blindfahrt, das wäre geil gewesen. Stahlwasser, außer sie haben im Heck was verändert. Aber Stahlwasser, das wäre auf jeden Fall auch eine nice Kombi gewesen. Wasser haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Was hat das jetzt irgendwie für eine Fähigkeit? Du hast Levitate noch. Du hast Trace. Das ist nicht normal. Normalerweise hätte das nie diese Fähigkeit. Ich sage euch mal, was es hat. Tut mir jetzt leid, falls die Mucke wieder ein bisschen leiser wird, langsamer wird, aber Galagladi. Du hast definitiv, ne? Bisa-Fans. So. Gehen wir kurz drauf. Felsenfest, zweite Fähigkeit keine und versteckte Fähigkeit Redlichkeit. Aber Trace, also Dingskirchens, das ist unmöglich, dass es das hat. Das hat nur Gardevoir, eigentlich. Fährte, glaube ich, ne? Ja. Fährte auf Galagladi, das wollte ich schon immer mal. Also Fährte wird unglaublich crazy sein. Ich kann mir jede... Ich kann mir alles kopieren. Komplett. Kadabra, das war's wieder mal komplett. Ich bin froh mit Dragneel, aber... Ich freue mich über Dragneel, aber... Das wäre dann schon wieder geil gewesen. Ich glaube, das hätte ich nicht nehmen dürfen. Ah, aber mir fällt gerade ein. Ich habe jetzt nur noch ein Psycho-Pokémon, weil Zephyron wurde doch zum Kampf. Ah, ne, Kampf-Psycho, okay. Wollte gerade sagen. So, sonst wäre es jetzt vollkommen geil gewesen. So. Was setzen wir jetzt hier ein? Was kommt vor allem Ding? Heute machen wir übrigens den Orden, das wird ultra cool. Rock'n'Roller. Du hast Sturdy zu 100%. Wenn du kein Sturdy hast, kannst du dich mit einem fucking Wesen. Kannst natürlich auch nicht Ausbruch, wie heißt denn der Scheiß haben. Oder ist das erst eine 6-Generations-Fähigkeit? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt auf Rock Smash. Sollte reichen von einem Galagladi. Nicht mal. Arschkrampe. Aber jetzt ist auch klar, warum mein Trassler so viel getankt hat. Ganz im Ernst, weil normalerweise ist Trassler fragil as hell. Aaron? Keine Ahnung. Ah, was ist das Ding? Okay. Dann Rock Smash. Schön in your face, Bruder. Das Ding hat Sturdy. Okay. Iron Defense gegen Galagladi einzusetzen, ist nicht gerade förderlich. Exisor, ein KP zieht es mit jeder Attacke ab. Hätte ich sogar Psybeam drücken können. Geodude. Und ich trainiere jetzt mal ein bisschen Boss und so, weil Boss entwickelt sich auf Level 22. Zu Schwalboss und das wäre doch eine nice Geschichte. Geodude.
Ja, moin. Ja, ich muss raus, weil ein Steinwurf will ich nicht in die Fresse. Und schon gar kein Steilhagel, aber... Hey, dafür haben wir Trolli. Trolli mit seiner überragenden Death, würde ich mal sagen. Rock Polish. Reicht das schon, um uns zu outspeeden? Und wenn was wir klicken? Ich habe ihm Energieball gegeben, weil sein Angriff und Spezialangriffswert sind genau gleich hoch. Das heißt, ich kann drücken, was ich will, es macht gleich viel Schaden. Und ziemlich nice. Ich hoffe, ich bekomme bei ihm bald Flame Charge. Zeigen Sie mal her, Bruder. Mashallah. Da gehen wir jetzt direkt hoch. Flame Charge. Klar, das mit der Verbrennung wäre cool, aber... Also, dass man die Beere verbrennen kann, aber... Flame Charge mit Speed-Erhöhung? Ja, warum nicht? Dann bin ich ultra schnell. Ja. Gefällt mir. Hammerhart. Groudon. Ja, das hatte ich jetzt auch noch nie. Ich hatte Kyogre schon. Beim Offscreen-Grinding, aber... Groudon, okay. Interessant. Ich sagte doch, bei mir ist jetzt alles random. Ich würde nie das gleiche Pokémon normal bekommen. Ich habe die gleiche Fähigkeit wie. Dürre. Dumm, Ist einfach nur dumm. Da gehen wir jetzt durch die Mauer durch. Weil ich bin eigentlich hinter den. Items her, genau. Hier. Super Potion. Ja, nice. Okay. Antitude, also Gegengift. Was setzen wir jetzt nach vorne? Moment, ist noch Galagladi vorne, das heißt Boss. Vielleicht kriegen wir Boss auf Level 22 gehauen, je nach Situation. Also es wäre schon richtig nice, einen Schwalbus zu haben in der Hinterhand, weil ich sag mal so, wir spielen hier einen Hack mit 31er TVs, Freunde. Ohne Spaß, das ist nicht mehr normal. Das ist schon richtig heftig, weil. Man sagt zwar, ja, also das macht das aus, aber jeder, der ein bisschen, ja, was von Pokémon versteht und dem Ganzen drumherum, der weiß, dass 31er TVs unglaublich viel ausmacht. Da kann man nicht sagen, was man will. Aber das ist doch ultra schwache Stats, oder nicht? Quick Attack, will ich einfach mal gucken, wie viel es macht. Ja, fast tot. Mach Punch. Du weißt schon, dass das neutral effektiv ist. So. Und ich suche schon mal Schwalbos raus. So. Boss. So. Tarnhell kann ich jetzt
das Artwork rausknallen, genau gleich wie mit Meta, also Ding. Ja, ich muss immer wieder mal Platz auf dem Desktop schaffen, weil ich habe das ziemlich vollgemüllt. Oh Gott. Komm. Komm auch rein. Also ich muss sagen, solange das Bild flüssig läuft, ist mir das noch lattig, wenn die Mucke ein bisschen langsamer funktioniert. Praktibalk. Also du lebst nicht lange. Oder zumindest ist es die Vorstufe von Praktibalk. Und Acrobatics und tot. Ach, ich freue mich. Aber wir haben eigentlich sozusagen die schwerste Arena gleich vor uns, weil... Habt ihr das AB von Flo gesehen? Also Nestflo? Wir sind jetzt in der zweiten Staffel, kann man sagen. Und schon in der ersten war... die normale Arena einfach komplett over, Mann. Man konnte einfach nichts machen, meistens. Geleitet damals vom Rudel, oder wie er eigentlich heißt, YouTube. Ich weiß auch nicht, wie er zu diesem Übernamen kam. Ich glaube, weil Flo den Namen nie richtig aussprechen konnte. Er hat sogar mal, also Yudlu hat mal gesagt, dass es ihn eigentlich nervt, aber das hat sich dann irgendwie implementiert, das Ganze. Also richtig fresh die Sache. Ich darf die anderen beiden nicht trainieren, habe ich mir so gedacht, weil wenn die wirklich nur auf 20 sind, dann will ich doch wenigstens nicht overleveln mit den beiden. Das reicht schon, wenn die anderen overleveln dürfen. Wie viel macht Flame Charge? Oh yeah. Ich fand die Animation damals immer so krass. Aha. Ja, ich liebe den Speed Boost. Und jetzt Frost Breath. Mal schauen. Und tschüss. Vom Ding, wie gesagt, ist geil, weil es immer crittet. Ist gerade so gut wie Drachenwut. So. Wenn nicht sogar besser, außer natürlich wie ein Feuer-Pokémon. Und da haben wir Schwalbos. Ich habe einfach zugemacht, ich Depp. Jetzt gehen wir hier auch auf die Sprites bei Schwalbos. Muss das Ding so die Flügel aufsperren? Nicht Grafik speichern unter, sondern einfach rüberziehen. So. Dann zu OBS. So. Schwalbini. Dann Schwalbos reinknallen. Yo. Habe ich vorhin gesagt, Metang ist breiter als der Türsteher. Ich meinte Schwalbos.
Jetzt muss ich da ein bisschen improvisieren. Nee, wisst ihr was? Metang, du kommst jetzt da unten rechts hin. Oh, scheiße. Ich kann hier alles verdrehen. So. So. Das Ding ist ja breiter als der Türsteher. Aber nur wegen seinen scheiß Flügeln. So. Ach du Schande. Sieht man das überhaupt bei euch? Ich hoffe. Oh Gott. Shift noch ein bisschen runterziehen. Hoffe, das funktioniert. So. Ist ein bisschen mit Glutexo vermischt mit dem Schwänzchen. Aber es sollte passen. Ja. Geil. Steelwing. Nein, immer noch nicht. Ich will keinen Stahlflügel. Turbo-Tempo. Ein 80er-Move. Tschüss, Quick Attack. Eindeutig, tschüss. Ein Extrem-Speed beherrscht es normalerweise nicht. Also, bei aller Liebe. Nachgucken. Ich weiß ja, dass Pokémon hier neue Attacken können, aber... Nö. Nö, auf... Hä? Was wird Aeroas eigentlich lernen? Auf Level 21 Schwalboss. Ach so, Schwalboss, aber ich check jetzt gar nichts mehr. Das ist mal hammerhart. Und wie sehen jetzt die Stats aus? Von Schwalboss, meinem allgemeinen Boss hier. 69 Angriff, Defensiv auf 57, 46 Spezialangriff, Spätstaff auf 47 und 72 Speed. Aber ich habe irgendwie nur Speed minus Wesen oder neutrale Wesen. Guckt euch das an. Ah, nee. Da habe ich noch Defensive hoch, aber Spezialangriff minus, das ist gut. Da habe ich Defensive hoch, Spezialdef minus und da habe ich Spezialangriff hoch. Und Spezialdef minus. Okay. Let's play, spread your moves in a pin. Aha. Ja, ja. Wobei, ich muss jetzt trotzdem wechseln, weil Trolli könnte auch noch ein paar Level vertragen. So. Ja, ja. Komm, Kampftyp. Wahrscheinlich darf ich auswechseln auf Glutexo, weil Karate-Heini, ich weiß nicht, ob das so intelligent ist, dann mit einem Normaltyp zu liegen. 31er TV sind die auch drauf. Heißt, wenn er jetzt einen Angriff hoch Ding hat, dann Rip-Trolley. Dragneel, zeig mal, was du kannst. Jetzt bin ich gespannt. Focus Energy. Oh Gott, der Critic gleich mein Leben weg. Kann ich ihm jetzt Gold verbrennen, bitte? Einfach verbrennen. Ne, Blow Sweep. Au, das tut weh. Ja, meine Innets sinkt. Verdammt. Bitte, ja. So, meine Innet ist wieder plus, minus, gleich, ne? So, und Mashup ist weg.
Ich habe einen Angriffsdrop drin. Oder Boost, besser gesagt. Medit hier. Ich sag mir, ich dürfte schon Sprungkick. Sonst ist Dragnir gleich wieder weg. Scald. Hätte ich... Nee, das hätte ja auch nichts gebracht, ne? Ladestrahl. Aber Scald könnte was bringen. Ach, herrje. Willensleser oder so? Nee, das war Konfusion oder so. Charge Beam. Hä? Oh Gott. Danke. Ich dachte, das Ding gehorcht mir nicht mehr, obwohl ich es selbst gefangen habe im Gras. So, Toad. Dragnir. Scary Face, ist klar. Nee. Riolu. Das ist ja kein Kampftyp oder so, deswegen darf ich es einsetzen. Los, Kira. Zeig ihm. Gib ihm ordentlich Saures, ne? So. Was setzen wir ein? Sein Kopfstoß gegen Kampftypen, ne? Und das geht dann eben Forcepalm. Aha. Eventuell Paralyse, was habe ich gesagt? Seinen Kopfstoß. Deswegen habe ich es jetzt nicht geheilt von Paralyse, weil... Hä? Die wollen mich gerade komplett verarschen. Oh Gott, nicht das Ding. Moldbreaker. Jetzt will ich gucken. Low Sweep. Ja, macht mich nur langsamer. Ach du Scheiße. Ich werde jetzt mal das machen. Ja, hey, nicht übertreiben, wa? So. Mein Focus Energy. Dein scheiß fucking Ernst. Dann werden wir jetzt noch Super Potion einsetzen. Ja, ich habe ein bisschen eingekauft. So, 1 von 3 ist preserved. So. Auf Max wieder. Okay, pretty good. Anscheinend nicht. Glück gehabt. Nein, ich brauche kein Item mehr. Ich brauche jetzt nur noch Zen Headbutt. Oder besser gesagt, Zen Butthead, oder? Safety? Oh Gott. Deine Versprecher sind ja meistens unglaublich hier. Das muss ich jetzt gucken. Seminary. Ach scheiße, ich sehe nicht, wer der OT ist. Ich wollte gerade gucken, ob der mir überhaupt gehorcht. Weil wenn der mir jetzt nicht mehr gehorcht, nur weil... Keine Ahnung, also ihr habt gesehen, ich hab's Free-to-Play gefangen, also es kann nicht sein, dass es eigentlich nicht mir gehorcht, aber es kann ja immer mal was sein. Weil dann würde eigentlich nicht mal Schwalbini mir gehorchen mehr, weil... Habe ich ja auch so gefangen.
So. Jetzt gucke ich mal auf den OT. Sunny, alles rot. Nein, weil bei Sephiroth ist bei seinem Fossil-Pokémon seine Schrift blau. Das heißt so viel, er ist nur der indirekte Trainer, das irgendwie bekommen hat. Und das heißt, er hat sozusagen ein Level-Cap. Und das ist traurig. Das ist dann ultra traurig, wenn man einfach ein Level-Cap an die Backe genagelt kriegt. Das ist dann traurig. Wir sind schon 35 Minuten im Part und haben nur den unteren Teil geklärt. Gold King. Aha. Run. So. Einmal heilen. Das ist eigentlich der erste Hack, den ich so mit euch durchzocke, übrigens. Ich habe schon jede Menge Hacks selbst durchgespielt, für mich alleine, aber so als Let's Play, nope, ist es das erste Mal. Ah, scheiß doch, die wandern. Ach du Scheiße, nein, nicht dein Ernst. Bruder Mashallah, musst du jetzt gerade kommen? Nein! Ich geh mich vergraben, wa? Ein Doppelkampf. Und Glutexo, ist klar. Reverse Mold Breaker. Ist das Ding nicht unglaublich schnell? Wenn der jetzt irgendwas hat wie Bulldoze, bin ich im Arsch. Ich muss auf Boss rüber. Ich weiß nicht mal, was das Ding kann und wir sind in einem Hack. Das Ding kann Erdbeben haben, wenn der Ersteller das will. Na, also ein Energy Ball. Ich glaube speziell ist es nicht so tanky. Dieses Ding. Ja, super effektiv. Ich wusste nicht, ob ich auf Speed oder nicht, deswegen muss ich das jetzt so handeln. Rollout. Vulpix. Oh Gott. Oh, in der Sonne. Uiuiui. Ja, was heißt Gold ist nicht mehr so effektiv. Aber ich habe immer noch Shadow Claw für Bronzong, also für Bronzel, und ich habe Acrobatics für dieses kleine Bullpix. Up, sauber versenkt. Und ich glaube, Shadow Claw reicht nicht, aber es zimmert ordentlich Schaden rein. Nicht mal im Ansatz. Extra Sensory. Extra für mich, oder wie? Temple. Und du weißt schon, das wird einfach mit Energieball weggeknallt. U-Turn auf Monster. Bronzel, ich switch mal aus hier. Das hat aber fast gereicht, ey. So. Was spielen wir jetzt wieder? Ich glaube schon fast Kira, wa? Dagegen sind wir, also, na? Jetzt sind wir eigentlich gegen alles gut aufgestellt. Kira ist einfach ein Switch in dieser Edition für eigentlich jedes Mon. Und der Gegner kann auch nichts machen gegen dieses Teil. Rollout. Gegen Metang Rollout, really?
Zorua. Du kleiner Lurch. Du kleiner Lurch. Rock Smash. Einfach wegballern, das Ding. Oh, Trolli wird auch getroffen. Nee. Dann, Iron Heat sollte eigentlich für ihn reichen. Ich meine, es ist Metang, es ist kein Tarnhill mehr. Ja, definitiv. RIP, mein Freund. Und jetzt gibt's noch Rock Smash. In your face, Zertrümmerer. Oh. Habe ich deine Nase zertrümmert? Armer Wolf. So. Armer tasmanischer Teufel. Da kannst du auch fünfmal drauf knallen. Interessiert mich auch nicht die Bohne. Headbutt. Und tschüss. Wunderbar. Ja, ja. Geh weg. Ich will ihn nicht sehen. Ach ja, Sekrom habe ich auch schon gesehen. Ach du Scheiße. Wunderbar. Mhm. Ach, diese langen Dialoge. Damals noch, war. Und ja, hier im Museum könnte man Fossilien wiederbeleben, aber ich habe kein reguläres bekommen, deswegen darf ich auch meine Fossilien hier nicht wiederbeleben, einfach so. Na, wäre sonst ein bisschen crazy as hell. Aber ich kann da jetzt testweise mal zurückholen, weil... Weil ich gucken will, ob ich denselben Bug habe wie Siffy. Oder nicht. Aber mal schauen. Ja, gib mir dein scheiß Tafelwasser. Dankeschön. Fresh Water. Nice. So. Was willst du, Bruder? Maschallah. Geh weg. So, Trolli darf noch drin bleiben bis Level 21, dann setze ich meine Kampf-Pokémon ein. So. Aber jetzt gerade will ich einfach ein bisschen alle trainieren. Auch Metan kommt noch dran. Weil meine Kampf-Pokémon sind zwar gut und so, aber ich möchte natürlich nicht nur damit gewinnen. Na? Weil ich meine, ich habe ein Team, das es zu benutzen gilt. Und wenn jetzt nicht gerade... Hä? Okay. Wenn jetzt nicht gerade irgendwie... Wenn ich jetzt nicht irgendwie ein Wasser-Pokémon gegen ein Pflanze-Pokémon reinwerfen muss, dann werde ich dies auch nicht tun. So, auswechseln auf Metang, weil das kann ich mir jetzt hier nicht geben. Weil es ist trotzdem zu schwach. Mein Mon. Das ist hart scheiße, aber ist egal. Na komm. Hör auf. Hör auf, mich kratzen zu wollen. Iron Head, no? In sein fucking Face und tschüss. So, jetzt können wir endlich wieder auswechseln. Weil das Ding ist jetzt auf Level 21. So. Trolli noch nicht. Snubbull. Wäre normalerweise eine Fee, ne? Kennen wir jetzt in der neuen Generation. Aber hier ist es noch von Typ normal. Von daher hauen wir sein Kackface kaputt. Och nee, das Ding hat ja...
Intimidate. No? Ne, hat's nicht. Gut. Weit. Interessiert mich nicht, ich bin schneller, das heißt, ich werde nie geflincht. Hasta la vista. Ich will dich nicht mehr sehen. So. Wunderbar. Trolley. Stomp. Wie viel Genauigkeit? Shadow Claw kann ich immer wieder geben. Deswegen Shadow Claw weg. Aber Stomp, ja, werde ich ganz gerne verlernen, weil Step ist auf jeden Fall besser als was anderes hier. Lickitung, werden wir gleich gucken, aber habe ich sonst noch 20 außer die Kampf-Pokémon? Nein, habe ich nicht. Was bedeutet, ey, Lickitung gegen Lickitung, geil. So, mal schauen, wer von uns ist besser? Stomp! Schön in dein Gesicht. Mit Step kommt es ungefähr auf etwas fast auf 100. Liegt ja noch 50%. Hat der Wichser noch Supersonic? Okay. Auswechseln. Dann Jackie Chun. Jackie Chun zeigt dir, wer hier der Babo ist, Bruder. Ihr könnt ja auch aufs Boss rüber wechseln. Der würde dann Akrobatics drücken und das Ding wäre weg. Defensiv Coral. Okay. Ich gehe auf Revanche. Oh Gott, das Ding ist schneller als ich. Jackie Chun, wie langsam bist du? Bruder, Mashallah. Es war gut, ne? Man trifft dann stärker. Aber dennoch, müsste jetzt gerade nicht sein. Mincino. Na komm. Nein, wir dich so weg. Was macht ein Machtpunch gegen einen Mincino? One-Shot mit allen Fist. Oh Gott. So, dann werden wir jetzt mal die beiden hier verwenden. Jackie Chun und den guten Kollegen. Oh Gott, ich kann doch nicht Englisch richtig. Okay. Das ist ein kleines Scheißriesel. This is the first Pokémon you met in this gym. Verkugel, was war das? Keine Ahnung. Okay. Tap geben. Hä? Willst du mich verarschen? Komm, einfach, ich möchte euch einfach alle klatschen. Mehr möchte ich nicht.
auf Deutsch fand ich das schon unglaublich beschissenes Rätsel. Aber jetzt auf Englisch, wo ich noch weniger verstehe, weil mit jemandem Englisch zu sprechen und das dann zu verstehen, ist einfacher als den Scheiß zu lesen. Okay. Wie bitte? Das Ding hat die Fähigkeit, Fick die Henne, Mann. Ohne Spaß. Ja, auswitchen auf Kira. Ach du Scheiße. Zum Glück bin ich schneller. Oh ja. Geh weg, Bruder. Revanche. Neutraler jetzt. Verstärkt. Ja, dachte ich mir. Hat sogar sich allen fest kopiert. Ja. So, und weg. Aber wie kommt man auf Ditto, Mann? Ditto. Fuck the shit. Smergel. Also wisst ihr, wenn ich ganz auf die harte Tour spielen wollen würde, könnte ich auch ganz einfach auf Dingenskirchens raus, auf Giratina allgemein, weil normale Attacken funktionieren dagegen nicht, also... Moody. Ich gehe zuerst mal auf Will-O-Wisp. Egal was kommt, ich kann es definitiv tanken, außer es ist speziell, aber ich denke jetzt nicht, dass da groß was kommt. Aeroblast. Das Ding hat doch kaum Angriff, oder? Ja, gut. Oh nee, das ist die Fähigkeit. Nee. Ja, eben. Das ist sowas von behindert. Ah, Spezialangriff ist gesunken bei ihm. Okay, dann kann ich wenigstens auf Psybeam drücken. Step. Auch wenn es kein Psycho-Cut ist. Oh, hat ihn noch verwehrt. Sehr schön. So, jetzt bin ich gespannt. Was kommt nun? Ha, hat sich schon mal selbst gehauen. Jetzt kommt mein Moody. Und ich kann jetzt definitiv mal gucken. Speed. Rock Smash, komm, wenn wir den ganzen. Hä? Hatte gerade versucht, Hypnose einzusetzen? Really, nigga? So. So, wunderbar. Nee, also. Ich habe eigentlich keinen Bock, mit Muri drin zu bleiben. Also, Jackie Chun, einmal dein Kampf bitte. Also, was uns hier entgegengeschmissen wird, ist ja unerhört. So, Porygon. Solange du nicht Porygon 2 bist, ist mir das noch egal. So, Download. Das hätte ich ganz gerne gehabt. So. Oh ne, schärfer, ne? Verteidigung hoch oder was war das? Attack Rose, oh Gott. Revanche, komm. In your fucking scheiß face.
Jo, One Shot. Das ist nicht das schnellste Jackie Chun, aber es macht seine Arbeit richtig gut. Castform. Sag jetzt nicht. Der. Nee. Du kleiner Lurch. Geh weg. Waterball. Das ist aber jetzt nur normal. Dass sie dich transformiert irgendwie. Jetzt ist dann auch irgendwie Feuerschaden gemacht und so. Das wäre wahrscheinlich für dich der bessere Play gewesen. Aber okay. Und dann hätte ich dich auch nicht mehr so effektiv getroffen. Klar, ich hätte mit meinem anderen Move finishen können, aber Feint. Ne. Nein, danke. Dankeschön, darf ich mal drücken? Ja. So, ich glaube, jetzt muss ich dahin. Oh Gott. Was ist denn der Scheiß? Das Buch da? Dann muss ich kurz mal noch was klären. Hier auswechseln auf Sefi. So. Und? Ja, wir haben es geschafft. Geil. Geht doch. Arschloch. Und sie hat auch wieder vier. Oh, Bunnery. Was hast du eigentlich? Sag nicht, du hast Angst, Hase, bitte. Galagladi. Limba. Sorry, das muss ich jetzt gucken. Pokémon Limba. Flexibilität. Oh, ich kann nicht paralysiert werden, ne? Ah, okay. Dann Rock Smash. Ich meine, ich bin scheiß fucking Galagladi, das sollte eigentlich so ein Aspiror, sorry, easy killen und Jigglypuff. Ach, Baby-Pokémon? Nee, das ist Pummelhof schon. Einfach wegknallen. So. Das war's, auf 21. Jetzt gehen wir damit auf switchen auf Dragneel, weil, wie gesagt, ich will nicht allzu overpowern gegen den Arena leider, aber ich will halt trotzdem mitleveln, weil sonst darf ich dann nur noch irgendwie 3-4 Parts nur noch mit denen spielen. Das wäre ein bisschen doof. Ich glaube, ich bin nicht schneller, deswegen Flame Charge. Ja, geil, Fake Out. Und dann hast du sicher noch Zuschuss, ne? Ah, doch, ich hätte outspeedet. Aber gut, dann kann ich wenigstens in der nächsten Runde mit Charge Beam finishen. Speed. Erhöht. Attract. Dein fucking Ernst, Bruder? Komm einfach bitte durch. Ich krieg zu viel.
Und dann singt er noch für mich. Nein. Ich gehe jetzt hier auf die Heilung hier. Sleep. Heilung. Kann mich wenigstens Double Slash. Ist das dein Ernst? Jetzt wünschte ich mir, ich hätte mein Legi dabei. Aber einfach nur, weil es ein Geisttyp ist. Ist mir egal, ich würde auch Nebulak oder so bevorzugen, aber... Okay. Und wieder Doppelslap. Also, Zeitschinde-Taktiken haben die Gegner drauf. Komm, Charge Beam, einfach einmal treffen. Und das Ding ist weg. Bitte, 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 bitte. Ein einziges Mal, du bist doch nicht verliebt in so einem Ding. Was dich die ganze Zeit haut, Mann. Liebst du Schellen, Dragneel? Ich hab eigentlich mehr von dir erwartet, wa? Dragneel? Du willst doch keine Schellen. Du willst dem jetzt ein Ende bereiten. Ich spür's. Ja. Dann mach, was du willst, Dragneel. Du willst ein Drache sein. Du bist ein Schoßhund. Ein Schoßhund, was immer eingeschläfert wird. Ist klar. Dann gehen wir jetzt auf Pokémon. Gehen jetzt auf... Ich habe langsam die Schnauze voll. Habe ich kein Weibchen? Nein, ich habe nur Kira. Aber ich glaube, das sollte es wenigstens tanken. Und das sollte auch speeden. Ach Gott, Mann. Und es sollte von Attract nicht getroffen werden, weil es kein Geschlecht hat. Ja, komm. Zertrümmere ihr Nasenbein. Ohne Spaß. Es geht so gar nicht klar. So. Weg mit dir. Scheiße, Inekuro. Clefairy. Jetzt können wir normal, aber diesmal gehen wir mit Trolli rein, weil ich es kann. Ah, Dragneel hat einfach nichts machen können, gerade wegen dem ganzen Bullshit da. Attract, Singing, keine Ahnung. Das mal Rock Smash. So. Defensiv ein bisschen runter wiggeln. Ja, moin. Double Slap. Ist okay. Sind bei ihr alle Pokémon mit Double Slap ausgerüstet? Können alle, die mir Klatschen verteilen? Ich glaub's ja auch. Geh weg. Hasta la vista. Geh einfach in die nächste Tonne. Bruder. So, das war's jetzt soweit. Darf ich mal? Endlich! Endlich willkommen in die untere Region. Zu der Arena-Dame. Gefällt mir. Aber wir gehen jetzt heilen. Ja. Definitiv. Geht ja mal gar nicht fit, das Ganze. Ohne Spaß. Aber ihr müsst gucken, jetzt klatsche ich sie dafür direkt instant weg. Ah. Aber ich werde immer ein Pokémon doublen. Immer.
Weil ich habe keine Lust, wirklich keine Lust, irgendwie von ihr mal gedappelt zu werden, weil ich verzichte mal lieber drauf, na, zwei Schläge einzustecken und kassiere nur einen. Oh Mann, ist es wieder für den Arsch hier, oder? Aber immer wenn ich die Seite aufgemacht habe, von Firefox oder egal welchem Browser, fängt die Mucke an langsamer zu werden. Nur die Bildqualität ist perfekt. Leider. Aber spielt ja keine Rolle. Hauptsache das Bild passt, wa? So, machen kann ich eh nichts mehr, das heißt, let's try it. So. Lenora. Nee. Ist nicht schon wieder ein Doppelkampf, oder? Also wie die... Der erste Arena-Leiter war ein Dreierkampf. Das war ein Doppelkampf. Zum Glück habe ich die beiden Kampf-Pokémon vorne. Oh Gott, Intimidate! Ja, moin! Aber das heißt, der andere kann meine Scheiße ja auch senken. Oh Gott. Wir werden zuerst mal Dummyplex zerflexen. Und gleich zweimal? Dein Ernst? Das heißt, meine Pokémon sind komplett useless. Das heißt, ich werde jetzt einen nach dem anderen immer wieder rein switchen. Zuerst mal werde ich mit dem hier auf Will-O-Wisp, auf Standler gehen. Dann werde ich hier raus switchen auf Boss, würde ich mal sagen. Helping Hand, okay. Will-O-Wisp. So. Ich habe jetzt eher Standler, also Dummyplex als Gefahr gesehen. Komplett richtig erkannt. Dann gehe ich jetzt auf Will-O-Wisp gegen ihn hier, gehe hier wieder raus auf Jackie-Chan. Dann habe ich wenigstens ein einziges Pokémon schon mal wieder, was full of Angriff-Stats ist. Oh, scheiße, Mann. Und dann hat er sozusagen, der gute Sefi, schön Unterstützungsarbeit geleistet. Oder halt auch nicht. Extra Sensory. Okay. Das Ding muss weggeflext werden. Das ist zum Glück neutral effektiv gewesen. Attract? Nee, das war nur... Was? Attack Hair Spell. Okay. Schon wieder Attack Minus. Okay. Ich gehe jetzt hier raus auf Kira. Dann gehe ich hier auf Machpunch, auf
Herr dir. Weil das Ding senkt immer wieder meinen Angriff. Und ich glaube, ein extra Sensory von ihm überstehe ich. So, extra Sensory. Hä? Warum greift der? Okay. Standler. Und Sephiron ist wieder voll auf Angriff. Ja. Intimidate. Ah, wunderbar. Das gefällt mir. Ja, ja. Komm, mach ruhig. Hat ja nichts gemacht. Retaliate. Zum Glück ist... das macht gar nichts mehr. So, jetzt Revanche. In your face, Kollege. So, was zieht das ab? Alles. Super. Jetzt kommt wahrscheinlich sein Fred rein, weil ich weiß noch, was er im Normalen hatte. Das war ein Beast of Funk. Hatte das jetzt auch. Ja, Buffalon. Ja. Halali. Jetzt gehe ich hier definitiv erstmal auf Lewis. Ohne Spaß. Und dann gehe ich hier auf Revanche. Ja, er trifft, der gute Boy. Und jetzt gibt's mal mit Revanche eins auf die Fresse. Ohne Spaß. Aerial Ace. Ja, moin. Hätte ich das jetzt nicht gemacht, wäre ich komplett gefistet worden. Charm. Ja, geil. Mal ganz ehrlich, mein Angriff ist schon wieder in... keine Ahnung wo, im Keller. So. Zum Glück gibt es hier mal eins auf die Fresse. Bitte. Ja, geil. Ja gut, dann switch ich jetzt aus. Aber nicht mit ihm hier, sondern mit ihm hau ich jetzt mal einen Rock Smash raus gegen Buffalon. Nee. Eigentlich. Doch. Das eine ist verkrüppelt. Mit Intimidate. Das kann nicht mehr viel. Und hier gehen wir jetzt raus auf. Soll ich rausgehen? Auf Kira? Ja, komm. Kann mir eh nix. Vor allem Ding verbrannt, das ist eh useless. Ein Buffalon. Na los. Helping Hands. Jetzt sollst du Buffalon stärken, oder wie? Ich glaube, das überlebt kein Rock Smash von einem Galagladi, was nicht genervt wurde im Sachenangriff von dir, Bruder. Definitiv nicht. Ach. Okay. Jetzt knall ich das Ding weg, dann Iron Head auf ihn hier, weil ausbieten werde ich das Ding eh nicht. Follow me. Okay, wenn du unbedingt den Rock Smash ins Gesicht haben möchtest, kein Problem. Hast Glück gehabt, dass du es getankt hast.
Ohne Spaß, sonst hätte jetzt dein Herdier auch noch ein Iron Head in die Fresse gekriegt. Biberell. Okay. Dann Iron Head auf Herdier oder wie das Ding heißt. So Rock Smash drauf. Weg. Fast gekillt, Bruder. Und jetzt noch Iron Head auf Herdier oder wie das Ding heißt. Und das Ding ist auch weg. Ja, wie gesagt, eigentlich kein Thema. Aber warum sind die auf Level 18? Das checke ich jetzt nicht. Ich dachte, die sind dann sicher alle Level 20. Nur Bisofunk war auf 20. Ah Gott, Moody. Wird einfach kein Speed. Ach Gott. Und das wird gesenkt. Special Defense. Okay. Das Ding ist gefährlich. Dann setze ich meinen Heiltrank ein. Super Potion. Hab noch keinen hier verwendet, deswegen, jo. Oh Gott. Er auch, oder wie? Geh weg. Puh. Ich glaube, ich kann jetzt sogar das Video war schneller an, dann, na. Ist vielleicht meine Stimme ein bisschen schneller, aber... Dann habt ihr wenigstens ein flüssigeres Gameplay gerade. So, Superzahn. Okay. Aber du hast nur noch das Ding da, ne? Das heißt Rock Smash und Iron Head, ne? Und dann geht's im nächsten Part auf Richtung Wald, ne? Dann werden wir den Wald unsicher machen und ich hoffe, dann seid ihr definitiv auch mit im Start, wenn wir den scheiß Wald klären. Heute verbrauchten wir eine Stunde nur, um den Scheiß hier zu klären, aber gut. Es interessiert mich herzlich wenig. Ich muss sagen, ich nehme mir Zeit für das Projekt. Ich will es nicht durchrushen. Sephiron Level 22. Was bekomme ich da? Slash, das ist doch Schlitzer. Nein. Nee. So. Your fighting style is so enchanting. Was? Keine Ahnung, was das heißen soll. So. Das war's. Ich glaube, jetzt kommt da unten noch Team Galactic, ne? So. Ja, halt die Backen ohne Spaß. Geh mir nicht auf den Sack. Ich möchte jetzt gucken, was da abgeht. So. Tragnir. Trolli. Ja, eigentlich sind alle noch gut fit. Also keine Herausforderung, meiner Ansicht nach. Aber es liegt halt einfach, dass wir so viel Glück bei der Pokémon Encountering Session hatten. Hätte jetzt auch ganz anders aussehen können. Oh ja. Die klauen jetzt den Schädel von diesem Draco-Ding. Weil sie denken, es sei wertvoll, aber die Kugel da oben links ist wertvoll. Die gehört zu Seekrom, glaube ich. So. Aber ist egal. Wird später noch wichtig. Komm, ich helfe dir. Ich zerberste die.
Ja, sie sind in den Wald gegangen. Ja, und jetzt? Wollt ihr da noch lange rumreden? Also wenn ich Team Galaktik wäre, wäre ich schon lange abgehauen, aber gut. Stattdessen stehen sie im Wald rum. Geile Boys, wa? So ein Motto, yo, fangt mich. Wenn ihr könnt. Ich habe nicht mal, ich kann nichts mehr an Items so aufnehmen. Ist geil. Wegen dem fucking Bug. Beispielsweise Cheat. Ja gut, brauche ich auch nicht, ne? Ich kann eh jedes Pokémon fangen. Ich kann durchgletschen. Ich guck mal schnell was. Es ist die Edition. Ach, hier ist jetzt nicht mal. Okay. Wir heilen uns kurz. Und dann gucken wir jetzt noch gerade kurz eine Karte an. Drei, drei, vier, fünf, sechs. Ding, ding, de. So. Wunderbar. Also wenn ich mich nicht täusche, war hier, ne? Der Weg durch. Ja, geh. Ist der nächste Arena leider im Übrigen. Weil sie es nicht kennt. Ihr hättet einfach dort heilen können, ich Depp. Ja. Ach so. Gut, wir werden kurz mal den Cheat aktivieren, dass wir hier durch die Gegend gammeln können. Komm mal her. Hallo, ich will nichts von dir. Ich will nur durch dich durch. So. Da. Ist da keine Karte? Okay. Ja gut, dann RIP, ne? Dann haben wir keine Karte hier. Aber ich glaube, das war nicht das mit den Entons. Ne, ich glaube, das war etwas früher. So. Ein Äther. So. Dann gehen wir jetzt hier im Wald. Warten. Bis zum nächsten Part, ne? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir werden in den nächsten Part, wie gesagt, den Wald abklären. Vielleicht sogar schon nach Stratos City gehen. Und dann schauen wir weiter, ne, meine Freunde? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.